Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Susanna von My Stamp Art. Wir basteln heute gemeinsam eine Box für drei kleine Osterhäschen, wobei die Box natürlich anpassbar ist. Ihr könnt sie höher machen, breiter, länger, ganz so wie ihr es braucht. Und sie muss natürlich auch nicht nur zu Ostern sein. Die Maße habe ich euch verlinkt und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zugucken und vielleicht mitbasteln. Ich bastel wieder mit dem festen Aquarellkarton, den habe ich euch verlinkt in der Beschreibung oder ihr schaut auf meiner Webseite, da ist er auf alle Fälle zu finden. Der ist 300 Gramm stark und deswegen werden die Seitenteile in Millimeter kleiner gemacht, aber das werdet ihr gleich sehen. Ich schneide jetzt hier erstmal einen Streifen ab von 8 cm. Und einen zweiten Streifen 7,2 cm. Den 8 cm Streifen schneide ich mir auf 19,3 zu. Und dann falze ich an den langen Seiten jeweils bei 2 cm. Und an den kurzen Seiten, jetzt kommt das, was ich schon erwähnt habe, bei 1,9 cm. Dann braucht man nämlich kein Dreieck rausschneiden, sondern kann einfach hier einschneiden und die Kiste dann direkt zusammenkleben. In der Mitte falze ich. Und ihr seht es hier, in der Mitte habe ich gefalzt und rechts und links von meinem Falz habe ich gleich geschnitten. Dann spare ich mir den zusätzlichen Einsatz der Schere. So, das ist jetzt mein Boden. Und dann mache ich noch gleich den Deckel. Da brauche ich jetzt 18,5 cm. Falze an den Seiten bei 1,5 cm. Und hier dann entsprechend wieder ein Millimeter weniger bei 1,4. Und dann schneide ich mir hier auch gleich das Fenster aus und das mache ich so, dass ich den Falz, ich halte das mal hoch, diesen Falz jetzt hier bei der ersten Markierungslinie ansetze. Auch ich weiß immer nicht, wie viel Zoll das sind. Das ist ein halb, also ein Viertel Zoll. Also einfach hier die erste Markierungslinie. Da lege ich den Falz an. Ich schneide jetzt so, dass ich mit meiner Schneideklinge bei 6,5 Zoll beginne und schneide bis zu 3/4 Zoll. Also ich beginne bei einem 3/4 Zoll und schneide hier bis zu einem halben Zoll. Und dann kann man ja hier die Schnitte miteinander verbinden. Und dann kann man ja bei dem Papierschneider, wo diese Rille hier ist, die muss halt hier zur Schnittkante zeigen. So, dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Das passt gut, das passt gut, das auch. Und hier muss ich ein bisschen ziehen. So. Boden und Deckel sind fertig. Ach, jetzt schneide ich mir auch gleich das
Fenster sozusagen zu. Und da brauche ich, da nehmen wir jetzt hier diesen inneren Abstand und einen Millimeter weniger, weil die Folie nicht so breit sein soll wie das Fenster, dann lässt es sich schlecht knicken. Wir haben jetzt hier innen knappe 4 cm mal 15,5 cm. Also 4 mal 15,5. Und dann ziehe ich mir hier erstmal diese Schutzfolie ab. Jetzt brauche ich das Klebeband. Ich habe hier so ein ganz schmales Klebeband, das von Stamping Up, das ist zu breit. Sonst nehme ich natürlich das von Stamping Up. Macht sich auch besser, weil man das einfach abreißen kann. Und das hier müssen wir schneiden. Genauso gut könnte man natürlich das Fenster ein kleines bisschen schmaler machen oder man stanzt etwas aus. Das geht auch, wenn man jetzt nicht insgesamt da durchgucken möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Ihr habt ja jetzt hier praktisch zwei verschiedene Seiten. Eine Seite ist Silber, eine Seite ist Gold. Ich möchte die goldfarbene nach außen haben und setze mir das jetzt von dieser Seite an, dass ich hier diesen Falz sehe und dass ich, wenn wir jetzt von unten gucken, hinter oder über dem Falz erst meine Folie aufklebe. Dass, wie gesagt, nicht der Falz jetzt hier irgendwie bedeckt wird, dann lässt sich das Ganze nicht mehr knicken. So, so sieht es dann aus. Es hätte ein bisschen mehr nach hier gekonnt, aber innen wird ja nur keine Kontrolle machen. So, dann können wir das hier schon mal falzen. Bei Schachteln ist es immer wichtig, die Seiten richtig nachzufalzen. Ansonsten habt ihr dann so eine beulige Schachtel, die nicht richtig zusammenhält. Die Grundschachtel, die kleben wir jetzt als erstes zusammen. So, jetzt schaut mal, jetzt steht praktisch die Falzkante hier unten in der Schachtel und wir haben hier oben wirklich den perfekten Abschluss. Also wie gesagt, bei dem 300 Gramm Papier, wenn ihr Stamping Up Farbkarton nehmt, dann ist es nur ein halber Millimeter, der hier kleiner sein müsste, aber bei diesem festen Karton ist es wirklich ein Millimeter, den wir hier die Seitenteile kürzer machen können, damit das perfekt zusammenpasst. Ich klebe hier wieder mit Holzleim, trage den gleich auf alle vier Klebelaschen auf, dann kann der schon mal ein kleines bisschen anziehen. Klebe die ersten zusammen. Und weil ich das jetzt nicht hier ewig festhalten möchte, kann man sich das anklammern mit einer Wäscheklammer oder mit solchen Clips hier. Und schaut beim Zusammenkleben drauf, dass ihr die Klebelaschen wirklich direkt hier unten auf den Boden der Schachtel stellt. So. Das muss jetzt erstmal trocknen. Und
Und ich schneide mir inzwischen schon mal mein Band zu. Was ich nachher brauche. Das ist jetzt auch das passende Band zu unserer Folie. Geschenkband Schöne Kunst, das glitzert so ein bisschen. Das finde ich ganz schön. Bin ja nicht unbedingt so ein Gold-Fan, aber da die Folie ja nur auch schon Gold ist und auch die Häschen goldfarben eingepackt sind, passt das alles dann ganz gut zusammen. So, jetzt gucken wir mal, das müsste fertig sein. Wichtig ist auch immer, dass ihr hier am Ende gut zusammendrückt. Also ich finde das wichtig, dass wir eben hier jetzt nicht so das Papier offen, hier so wie hier jetzt zum Beispiel, hier wäre jetzt so ein Schlitz. Und wenn man das jetzt nochmal richtig zusammendrückt, Kleber war da dran, dann kriegt man das eben auch richtig zu. So, dann klebe ich den Deckel. Beim Deckel mache ich das so, dass ich den immer auf der Schachtel erst zusammenklebe. Also zwei Seiten klebe ich so. Und wenn wir hier gut gearbeitet haben, dann passt das auch wieder perfekt zusammen. Also gut geschnitten haben. Und dann mache ich den Deckel schon mal auf die Schachtel und klebe das dann wirklich ganz passend zusammen. Bei meinen Deckeln ist es auch so, dass die immer ziemlich straff sitzen. Ich war ja eine ganze Zeit lang auch mal auf dem Markt mit meinen Sachen und da wird ja dann immer, wird ja immer alles angefasst und wenn dann der Kunde das Päckchen hochhebt und dann fällt das Unterteil raus, das ist immer nicht so günstig und deswegen, wie gesagt, klebe ich die Deckel direkt auf der Schachtel zusammen. Dann könnt ihr das nämlich immer noch mal so ein kleines bisschen anpassen. Und wenn man zum Beispiel nicht ganz exakt geschnitten hat und jetzt hier zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Millimeter fehlen würde, dann könnte man eben den Deckel so ein kleines bisschen schräg machen. Das fällt nicht so auf und es würde immer noch passen. In meiner Bastel-AG mit den Kindern war es oft so, dass die das nicht so gemacht haben und am Ende hat der Deckel dann eben doch nicht auf die Schachtel gepasst. Oder man muss den dann so drauf quetschen und dann, das kennt ihr ja wahrscheinlich, dann wird die Schachtel hier so zusammengedrückt. Und das sieht dann auch nicht schön aus, wenn man das dann aufmacht, weil das Papier dann auch irgendwann so bleibt. So, unsere Schachtel ist jetzt erstmal fertig und jetzt geht es eigentlich schon ans Verzieren. Ich brauche meinen Klebestick oder meinen Glue-Pen, wie das ganze Teil offiziell heißt. Damit wird jetzt hier erstmal so eine Banderole geklebt. Und zwar so, dass man die auch abziehen kann. Also nicht den Klebstoff auch auf die Schachtel machen, sondern nur auf die Banderole, also nur auf das Band. Soll sich also noch bewegen lassen. Dann habe ich das hier einfach mit aufgeklebt. Zu Ostern ja immer Federn ganz gut passen, gibt es noch eine kleine Feder dazu. Was hier zu lange ist, das schneide ich einfach ab. Und oben klebe ich gleich Ostern an. Leider geht das Stanzenset ja raus. Und dann kommt da auch noch ein kleiner Schmetterling drauf. Mache ich auch gleich mit Heißkleber. Geht zwar auch mit normalem Kleber, aber egal. So,
Das haben wir schon mal. Jetzt kann das auch schon wieder aus. Und dann möchte ich hier unten gerne noch so ein paar Ostereier hinkleben. Das sieht ja auch schon ganz nett aus. Aber ich habe es gerne, wenn da ein bisschen mehr drauf ist. Deswegen nehme ich mir jetzt hier ein bisschen was davon. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das hier mache. So, und zwar nehme ich dieses. Das sind hier diese Stanzformen. Die fallen gar nicht so ins Auge. Das sind die Silhouettenszenen. Ich muss gestehen, ich verwende die hier auch zum ersten Mal. Hab die schon bestimmt ein halbes Jahr bei mir im Regal stehen. Und das klebe ich jetzt auch wirklich nur unten auf. Das kann ruhig ein bisschen beweglich sein hier oben. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte jetzt hier die Ostereier so ein bisschen dahinter machen. Aber ich glaube, die werde ich mir doch ein bisschen einfärben, damit die nicht ganz so weiß sind. Sonst fallen die wahrscheinlich gar nicht auf. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das gerne machen möchte. Ob ich überhaupt drei nehme oder nur zwei. Und dann wollte ich hier gerne noch was drüber kleben, dass es aussieht, als ob die tatsächlich im Gras liegen, aber das ist hier, glaube ich, zu viel. Daher nehme ich mir jetzt hier von diesem Stempelset. Das ist hier Schöner Tag, die Stanzform. Und da haben wir auch so ein Stückchen Wiese mit drin. Ihr seht, das ist praktisch nur so eine Randstanze. Und dann kann man sich das entweder gleich so ausstanzen, wie man es braucht, oder eben passend zuschneiden. Jetzt macht es dann tatsächlich den Eindruck, als würden die Ostereier im Gras liegen. Wer möchte, kann das ja auch noch bunt machen. So, so sieht unser fertiges Päckchen dann aus. Und dann muss es natürlich noch befüllt werden. Wer schon länger bei Stamping Up ist, der kann sich wahrscheinlich hier noch an dieses, ach, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, an diese Papierstreifen hier erinnern. Die gab es dann mal günstig im Ausverkauf. Da habe ich noch mal zugeschlagen und man braucht ja da immer nur ganz wenige davon. Und weil ich das Ganze verschicken möchte und nicht will, dass das hier alles kreuz und quer fliegt, also dass es so drin bleibt, wie ich das gerne hätte, fülle ich mir jetzt hier die Stellen noch aus, wo das Ganze verrutschen könnte. Aber wenn man das direkt so übergibt, muss man das gar nicht machen. Ja, und die Schachtel könnt ihr euch natürlich von der Stärke her dem anpassen, was ihr hier reinpacken wollt. Wenn ihr hier Ostereier reinmachen wollt, dann müsst ihr sie ein bisschen höher machen. Je nachdem, wie viel höher sie sein muss, soll sie ein Zentimeter höher sein, müssen es 2 Zentimeter mehr in der Breite und in der Länge sein vom Grundpapier. Der Deckel kann ja gleich bleiben mit 1,5 cm Seitenhöhe. So, ich würde sagen, das reicht. Dann kommt die Banderole wieder drüber. So, und jetzt kann man das Ganze so hochschieben, wie man möchte. Ich lasse hier das Häschen noch ein bisschen vorgucken. So. Ja, ihr Lieben, die Maße habe ich euch verlinkt. Beziehungsweise ihr könnt sie euch von der Webseite runterladen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut.